Trennung zu Kelvin. Es hätte nichts Besseres im Moment passieren können, warum ich nicht bei Kelvin im Musikvideo mitgemacht habe. Hallöchen, Partyprinz. Ich bin mal wieder am Start. Du hast mir ein paar Fragen gestellt und ich beantworte sie dir jetzt. Du hast mich gefragt, warum ich nicht bei Kelvin im Musikvideo mitgemacht habe. Da gibt es eine ganz einfache Erklärung. Ich hatte einfach keine Lust darauf, auf so manche Verführerinnen zu treffen. Nee, muss ich nicht haben. Ich muss meine Zeit nicht mit manchen der Mädels verbringen. Und ja, ich bin seine Ex-Partnerin. Warum sollte ich da mitmachen? Ich könnte mir selber danach nicht mehr in den Spiegel angucken und abgesehen davon hatte ich eh keinen Bock. Und ja, was denken denn die Leute? Ich meine, ich scheiß eh drauf, was Leute in der Öffentlichkeit, die mich nicht kennen, sagen über mich. Aber was denkt denn die Öffentlichkeit trotzdem von mir, wenn ich da mit ihm so rausgehe und dann in einem Musikvideo mitwirke? Nope. Mm-mm. Dann hast du mich noch gefragt, ob ich die Teilnahme an Temptation Island VIP bereue. Jetzt im Nachgang, nachdem ich alle Folgen gesehen habe, muss ich sagen, nein, ich bereue es nicht. Allein schon wegen den Menschen, die ich kennengelernt habe. Eine Julia Siegel oder eine Steffi. Ich habe sie so in mein Herz geschlossen. Genauso einige der Verführer von Pharrell über Martins. Das sind ganz liebe Menschen, die ich da zum Teil mitnehmen durfte aus dieser ganzen Nummer. Aber ich durfte auch viel Negatives mitnehmen, was ich aber jetzt für mich zum Positiven rausnehme, wie zum Beispiel die Trennung zu Kelvin. Es hätte nichts Besseres im Moment passieren können, weil ich weiß jetzt, wie ich den Menschen, wie ihn einschätze für mich und ich weiß jetzt, wie ich damit umzugehen habe. Genauso habe ich viel über meinen Selbstwert, über meine Selbstliebe gelernt, dass ich einfach auch in Zukunft mal vielleicht zweimal gucke und nicht immer so 100% vertraue aus dem Nichts und so naiv handle. Dann hast du mich noch angesprochen auf die Situation, dass Kelvin mir seine Freundschaft am Ende vom finalen Lagerfeuer angeboten hat und ich habe es abgelehnt. Ja, ich habe es abgelehnt, weil in diesem Zeitpunkt war ich so wütend. Ich hatte so viel Ekel in mir zu diesen Menschen, dass ich eine Freundschaft mir mit ihm in dem Moment null vorstellen konnte. Da muss erstmal ein halber, keine Ahnung, da muss erstmal ein Maisfeld drüber wachsen, dass ich da sagen kann, okay, ich kann diesen Menschen wieder normal begegnen. Im Moment kann ich es jetzt nicht so. Ich brauche einfach meine Zeit, um über das Ganze hinwegzukommen. Ich weiß nicht, was in Zukunft ist, aber es ist auf jeden Fall bei dieser Nicht-Freundschaft geblieben. Jetzt im Nachgang, wenn ich drüber nachdenke mit, lass uns doch Freunde bleiben, finde ich es irgendwie witzig, weil so habe ich auch gehandelt, wie ich 15 war. Aber es jetzt im Nachgang muss ich sagen, ja, war es vielleicht schon hart. Ja, aber ich konnte in dem Moment nicht aus meiner Haut. Ich war einfach so wütend. Trotz alledem muss ich sagen, die Leute von RTL wissen genau, wie sie schneiden. Ich war eigentlich teilweise sehr böse. Ich bin teilweise echt ausfällig geworden zum Thema, aber ich habe doch so viel getrunken und dies und das. Und für mich ist das halt keine Ausrede. Alkohol ist keine Ausrede für mich. Und da bin ich teilweise echt abfällig geworden. Und ich habe auch einen Abgang gemacht mit einer neuen Ex. Ich sag goodbye. Und die Liste wächst, Kelvin 92. Ich konnte mir den in dem Moment nicht sparen, weil der hat einfach so perfekt gepasst. Aber ja, die Leute wissen schon, warum sie es wahrscheinlich rausgenommen haben. Und deine letzte und wohl sehr spannende Frage, was ist aus Roxy und Shay geworden? Die enthalte ich mir noch ein bisschen, da warte ich noch ein bisschen. Das lassen wir jetzt mal noch spannend.